Hallo, liebe Zuschauer und Motorradfreunde. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge vom PS-Speicher TV. Wir gehören mit dieser Folge wohl im Jahr 2021 zu den letzten Gratulanten, die der Marke Moto Guzzi zu ihrem 100-jährigen gratulieren. Moto Guzzi ist aus der europäischen Motorradszene gar nicht wegzudenken. Und wir haben nicht nur diese Moto Guzzi, die ihr vor euch seht, sondern die Marke ist mit mehr als einem halben Dutzend Modellen im PS-Depot Motorrad ausgesprochen gut vertreten. Und wir werden uns noch einige Motorräder von Moto Guzzi in dieser Folge anschauen. Hier handelt es sich um eine V7 GT 850 Eldorado. Die Konzeption der V7 mit ihrem typischen 90 Grad V-Motor, mit dem langen Radstand, dem Kardanantrieb, die entstand aufgrund einer Ausschreibung des italienischen Innenministeriums um 1963-64. Moto Guzzi hatte lange gute Geschäfte mit italienischen Behörden gemacht und war in der Motorradkrise, die in Italien auch von den billigen Fiat-Kleinwagen ausgelöst worden war, froh über das Behördengeschäft. Das war der wichtigste Posten für dieses Unternehmen. Dieses Motorrad mit der damals und heute ungewöhnlichen Konzeption mit dem quergestellten 90 Grad V-Motor schuf der Konstrukteur Giulio Cesare Ciacano mit Assistenz des Technikers Umberto Todero. V-Motoren hatten in der Motorradgeschichte von Guzzi bisher noch keinen Platz gefunden. Das ganze Fahrzeug war eine Neukonstruktion, speziell für den Behördenmarkt in Italien und später dann auch für eine weltweite Kundschaft an Tourenfahrern und anderen Behörden. Wir haben hier wieder eine Moto Guzzi mit dem charakteristischen V2-Motor, der ja seit Ende der 60er Jahre für die Marke typisch war. Es handelt sich hier um eine V7 Sport, die 1971 auf dem Markt erschien. Das Besondere an der V7 Sport hier ist ihr Rahmen. Ciacano hatte Moto Guzzi bereits verlassen und sein Nachfolger als Chefkonstrukteur war Lino Tonti von der Adria. Und Tonti schuf diesen auch sogenannten Tonti-Rahmen und er schaffte es, das Motorrad so kompakt zu bauen, wie noch kein Superbike zuvor. Die Lichtmaschine, die vorher zwischen den Zylindern gesessen hatte, wanderte auf das vordere Ende der Kurbelwelle. Und damit der Motor überhaupt in diesen sehr kompakten Rahmen rein und raus ging, wurden die Unterzüge am Rahmen abnehmbar gestaltet. Und dieses Fahrgestell war Anfang der 70er Jahre das bestliegendste Serienmotorrad der Welt. Ende der 1970er Jahre erweiterte Lino Tonti den Guzzi-Baukasten, das Guzzi-Programm nach unten durch eine kleine Modellreihe. Diese sogenannten kleinen Guzzis blieben außerhalb von Italien relativ selten. Dieses Modell ist eine ganz seltene V65 TT. Das steht für Tutto Terreno, jedes Gelände. Und sie entstand nach der großen Popularität der Rallye Paris-Dakar, die speziell ja in Italien und Frankreich, in allen romanischen Ländern, ein ganz faszinierender, famoser Trend für viele junge Leute war. Und Guzzi versuchte hier an die Popularität der Rallye mit einer Enduro anzuschließen. Erkennbar sind übrigens die Fahrzeuge der sogenannten kleinen Modellreihe an der im Getriebe gelagerten Schwinge aus Aluminiumguss. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören zum Thema Moto Guzzi. Ich kann euch allen nur empfehlen, wenn ihr unsere Moto Guzzis und die vielen anderen schönen Motorräder besuchen und kennenlernen wollt, kommt doch bitte ins PS-Depot Motorrad in Einbeck. Das kann man mit einem Besuch im PS-Speicher wunderbar verbinden und kombinieren. Es gibt viel zu sehen. Danke und tschüss.